wirklich beeindruckend. Bevor wir uns heute getroffen haben, hätte ich niemals gedacht, dass man all diese Dinge ohne eine Werkstatt hinbekommt. Herzlich willkommen zu Folge 5 von Mission machen, unschwer zu erkennen, im Ford Autohaus Bayer als Tagespraktikant im Ford Pro Service Fahrzeug. Fühle ich mich fast so, als hätte ich Ahnung. Kein Problem. Hat er das drauf? Nichts leichter als das. Erfolgreich vor der Arbeit gedrückt. Keiner gesehen. Ich war auch dabei und ich habe geholfen. Hi. Hallo. Dave, freut mich. Hi. Das wird unser Arbeitsplatz für heute. Genau. Wir besuchen heute mehrere Kunden. Wir wissen noch nicht, was alles auf uns zukommt, aber wir sind ziemlich gut ausgestattet. Genau. Für alle Möglichkeiten, die uns so erwarten können. Aber nicht in den Klamotten. Wir gehen uns nochmal umziehen. Okay. Dann los. Auf geht's zum ersten Auftrag. In welchem Umfang könnt ihr Arbeiten erledigen? Was habt ihr alles dabei im Servicefahrzeug? Wir haben vieles dabei. Wir können im Prinzip 85% aller Arbeiten, die wir in der Werkstatt machen, auch direkt vor Ort durchführen. Bedeutet am Ende für die Kunden, die ihr betreut, einfach massive Entlastung. Keiner muss seine Fahrzeuge bei euch reinbringen für den Service, sondern ihr kommt vorbei. Weißt du schon, was uns erwartet? Ja, wir fahren jetzt als erstes zu Beko. Das ist eine Firma, die Wasserschäden und Brandschäden saniert. Das sind große Kunden von uns, die haben eine sehr große Flotte. Da ist er schon, unser Kunde. Moin. Servus. Hi. Dave, Kevin, Praktikant hallo. Von der Auto-Bayer-Gruppe hier. Was haben wir zu tun? Wir machen heute ein paar Räderwechsel hier vor Ort. Zeige ich dir mal so ein paar Sachen, die wir dabei haben, die wir heute definitiv brauchen werden. Sehe ich das Ding hier auch mal richtig von innen? Wir haben hier uns für heute darauf vorbereitet mit dem großen Wagenhebel. Da haben wir unseren Elektroschlagschrauber. Haben hier oben unsere Radnüsse drin. Strom und so, ne? Genau, wir haben hier einen kleinen Kompressor drin. Ansonsten, wir haben natürlich überall Werkzeug, aber allein für den Radwechsel werden wir jetzt nicht so viel brauchen. Hoppala. Worauf muss ich hier achten? Kann ich ihn einfach überall da drunter? Nein, auf gar keinen Fall. Hier an der Vorderachse ist das der einzige Punkt, wo das sicher ist. Wir gucken, dass wir richtig sind. Und das sind wir. Und jetzt können wir anfangen zu pumpen. Gerade so, dass vorne das Rad in der Luft ist. Dann haben wir die Radkappe. Dann haben wir hier unseren Schlagschrauber. Runterheben und da haben wir es schon. Wegrollen wäre dann im Zweifelsfall wieder Praktikantenaufgabe, ne? Genau. Kein Problem. So, Chefe, ich hab da was. Radkappe wieder ab und ganz wichtig, jetzt als allererstes mit der Hand ansetzen, mit Gefühl dran und das war's. Und das Ganze natürlich über Kreuz, vorsichtig ablassen. Hier haben wir jetzt unseren Drehmoment. Bei dem Fahrzeug müssen wir auf 200 stellen. Und wir stellen damit ein, genau wie fest die Schraube zugezogen wird. Genau. Kannst du mal die fünfte machen? Ganz wichtig, nicht weiter als zum Klick drehen. Der Auftraggeber guckt schon skeptisch. Der Praktikant das hier richtig über die Bühne bringt. Oh, das ist schon Druck. Ja, muss ja auch fest sein. Dann machen wir nochmal die Radkappe drauf. Vorsichtig ansetzen. Jetzt kannst du nämlich mal hinten weitermachen. Der Test, ob ich richtig zugehört habe. Genau. Funktioniert ja ganz gut. Auf die Stehbolzen ach. Neuer Reifen. Das wird jetzt ein bisschen schwer, aber das kriegst du hin. Perfekt. Light work. Genau. Wunderbar. Drehmoment. Kann ich bald anfangen. Stopp, aber erstmal noch das Rad auf den Boden ablassen. Nicht komplett runter. Das sieht schon mal gut aus. Genau. Und wie schaut's aus? Gut soweit. Fast fertig. Ah, wunderbar. Und nu? Mach ich weiter? Nee, ich mach jetzt mal weiter. Hat zwar schon ganz gut geklappt für den Anfang. Heißt so viel wie, ich mach's lieber selber, damit wir hier auch noch wegkommen. Richtig. Erfolgreich vor der Arbeit gedrückt. Ihr habt schon eine riesen Flotte, ne? Über 30 würde ich jetzt schätzen. Verrückt. Wofür braucht ihr die ganzen Autos? Also was macht ihr eigentlich? Wir machen Brandschadensanierung, Wassersanierung nach Wasserschäden oder Brandschäden. Die Leute, die sind auch wirklich immer dankbar, wenn wir da sind. Da sind die schon erleichtert, wenn wir mit getaner Arbeit nach Hause fahren. Und dann fühlt man sich halt auch gut, wenn man den Leuten helfen konnte. Ja, dann umso besser, wenn die Aufgaben an den Autos direkt vor Ort geregelt werden. Ah, so. Mein Chefe. Ich habe mal den Rest fertig gemacht. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Jo, dann vielen Dank. Macht's gut, gell? Ja, allzeit gute Fahrt. Wir haben uns drum gekümmert. Ciao. Ciao, ciao. Erster Job geschafft. Wie unterscheidet sich so ein Arbeitsalltag mit der Werkstatt auf vier Rädern
zu dem normalen Job, der an die Hebebühne gebunden ist. Wir sind hiermit natürlich flexibler. Wenn irgendwie mal was dazwischen kommen sollte, können wir darauf reagieren und auch einfach vorbeifahren. Ich bin mein eigener Chef hier draußen und habe halt auch einfach diese Freiheit, die jetzt sich nicht nur auf meine Bühne beschränkt, sondern ich bin halt überall unterwegs. Ich habe gerade eben beim Losfahren gesehen, dass ihr so eine orangene Lampe direkt hier vorne über der Fahrerkabine habt. Wofür habt ihr die? Die haben wir, falls wir doch mal Panneneinsätze, also Anrufe bekommen, jetzt eine Batterie ist oder ja, aus einer Notsituation rausschleppen, haben wir alles schon gemacht. Der Großteil eurer Aufträge sind geplant, sowas wie jetzt? Genau, ja. Was ist denn jetzt geplant? Ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren. Als nächstes fahren wir zur Firma Grabowski. Das ist ein Malerbetrieb. Okay. Und da führen wir an einem Ford Ranger einen Stoßdämpfertausch durch. Na dann, auf zum Stoßdämpferwechsel. Moin. Guten Tag. Na? Grüß dich. Moin. Dave, freut David. Mich. Hi. Marek, hallo. David, hi. Sieht aber nicht nach nur Fliesenleger und Malerbetrieb aus mit Dämmung und dem ganzen Kram. Wir scheinen noch ein bisschen mehr zu machen. Genau, also wir machen eigentlich eine Komplettsanierung an einem Haus. Okay. Ob es jetzt eine Fußbodenheizung ist, Fassadendämmung. Kleine Fenster. Genau, die verbauen wir auch. Allerdings brauchst du für sowas schon hydraulische Kraft. Apropos hydraulische Kraft, du brauchst ein Auto zum Arbeiten. Genau. Und du hast ein Problem. Mit meinem Stoßdämpfer. Und dafür sind wir da. Jetzt einmal ausheben, Rad ab und dann holen wir den Stoßdämpfer raus, machen den neuen rein. Dann sind wir hier schnell wieder fertig. Jetzt wird der Prakti richtig eingespannt. Bis hierhin sieht noch alles vernünftig aus, ne? Konnte aber auch noch nichts falsch machen. Das Ding, ne? Genau, den da. Sieht irgendwie nicht so aus wie eine Arbeit, die vom Praktikanten erledigt werden sollte, aber ich habe da professionelle Unterstützung. Das kriegen wir schon hin. So, bitteschön. Einmal tauschen. Genau, sehr schön. Fertig. Vielen Dank. Für den Einbau. Ich habe das ja gerade eben schon mal kurz angerissen. Das ist im Prinzip mein absoluter Traum. So eine Baufirma, die alles macht. Umso wichtiger, dass es dann so Jungs und Mädels gibt, die vorbeikommen, um dir Arbeiten am Auto oder sowas abzunehmen wahrscheinlich. Richtig, also für mich ist es ganz wichtig. Das ist für mich produktive Arbeit. Mega, also Top-Konzept. Wenn ich daran denke, dass ich bei der Reparatur meines Autos 3 Monate auf einen Termin warten musste, ist das hier kein Vergleich. Jetzt ist mal wieder your time to shine. Ja, mega. Du musst hier mal fertig machen. Darfst du mal wieder die letzten Handgriffe machen. Die letzte Möglichkeit, irgendwas falsch zu machen. Genau. Oder alles richtig zu machen. Hier einmal die Schraube festmachen, von jo. Der Seite und hier oben. Siehst du es? Ja, sehe ich. Hier die Seite. Okay, tipptopp. Sieht schon ganz gut aus. Perfekt. Das war's, ne? Das war's schon, genau. Jetzt noch Rad drauf. 3 für dich, 3 für mich. Wär's, wa? Ja, perfekt. Dann gute Danke Weiterfahrt. Dir. Dankeschön. Und wir machen uns auf den Weg. Auftrag zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Wo geht's jetzt hin? Jetzt fahren wir zum Pflegedienst Schwan. Ist ein größerer Kunde von uns. Die haben eine große Flotte, Fiestas und alles so quer durch. Also eher kleinere Fahrzeuge, ja. Weil die was genau machen? Das ist ein Pflegedienst. Die fahren vor Ort hin, um sich um pflegebedürftige Menschen zu kümmern. Okay. Deswegen müssen die jetzt nichts großartig transportieren, außer sich selbst. Ja. Und was ist unser Auftrag jetzt bei deren Flotte? Wir machen heute an einem Fahrzeug eine große Inspektion mit Öl- und Ölfilterwechsel. Zündkerzen kommen, glaube ich, auch noch dazu. Und ich meine auch noch die Bremsflüssigkeit. Also ja, etwas mehr Aufwand als gerade eben. Danke. Wo ist jetzt der Betrieb? Wo ist deine ganze Flotte? Wir sind hier nirgendwo bei einem Betrieb. Unser Kunde ist gerade selbst, ist ja ein Pflegedienst am Pflegen, sage ich jetzt mal. Der ist selbst gerade bei einem Kunden unterwegs. Achso, wir sind gar nicht beim Pflegedienst, sondern genau. Beim Kunden vom Pflegedienst. Das ist korrekt. Währenddessen machen wir die Inspektion. Genau. Das ist die Checkliste. Zündkerzen, verstehe ich noch, aber warum haben wir ein Tablet dabei? Ja, das benutzen wir für den Videocheck. Das ist mittlerweile großer Bestandteil geworden, um den Kunden Transparenz zu bieten. Und da zeigen wir, ja, was muss gemacht werden, was ist fällig. Und das wird dann dem Kunden geschickt. Damit man bequem von zu Hause oder wo man ist, versteht, was an dem Auto tatsächlich gemacht wird und genau. Was gemacht werden muss. Sollen wir starten? Können wir machen. Super. Los geht's. Als erste Aufgabe haben wir heute einen Bremsflüssigkeitswechsel. Mhm. Das ist ganz wichtig, wenn Flüssigkeit verschüttet geht, liegt die nicht auf dem Boden, okay. Sondern dann auf der Plane und wir verschmutzen nichts beim Kunden. Und als nächstes haben wir unsere Auffahrrampen. Wie beim Wohnmobil mit meinen Eltern. Ich denke mal so. Und hier habe ich schon unser Gerät. Das werden wir gleich anschließen, wenn das Auto auf den Rampen steht. Aber ich kann den auch für dich hochfahren. Das sollte ich noch irgendwie genau. Hinbekommen.
Langsam und perfekt. Das sah gekonnt aus. Du kannst mal das rote Verlängerungskabel holen, was wir da am Servicemobil haben. Tut's nur eisig. Jetzt habe ich den Schlüssel angesetzt und kannst du den Schlauch aufstecken und dann gucken, dass die Flasche stehen bleibt und vorsichtig aufmachen. Und das ist die alte Bremsflüssigkeit und die wird getauscht mit neuer? Genau. Fertig mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit und dem Entlüften der Bremse. Und jetzt machen wir was? Wir, also du, machst jetzt einen Ölwechsel hier. Gut. Und einen Ölfilterwechsel. Also komm doch gerade mal runter. Hier haben wir die Ölwanne. Und jetzt versuchen wir, dass so gut wie alles an Öl da drin landet. Sehen wir mal wirklich, wie geschickt du bist. Wenn jetzt eine Sauerei passiert, warst du nicht sehr geschickt. Oh, das war doch gar nicht mal so schlecht fürs erste Mal. Ja. Jetzt haben wir hier den Ölfilter. Den kannst du mal versuchen zu lösen. Boah, das riecht fest. Oh, hast gut Kraft in den Armen. Hast du schon mit der Zange gelöst? Vielleicht. Kannst du den dran schrauben und ja, handfest machen. Das reicht komplett aus. Und können dann gleich mit der Ölschraube weitermachen. Denk dran, nicht zu fest. Ach so. Unser Bodenschutz ist fest. Genau. Hier oben müssen wir jetzt noch erstmal Öl einfüllen. Gut, dass der nicht so voll ist. Jetzt haben wir das Öl drin. Ich habe hier schon mal den nächsten Schritt vorbereitet. Das wären jetzt die Zündkerzen. Klick. Bauen wir zusammen, machen die anderen Zündkerzen vorher noch und dann machen wir den Check. Karosserieteile auf Lack- und Korrosionsschäden prüfen. Genau. Linker vorderer Kotflügel. Können wir sehen, da ist alles in Ordnung. IO. Linke vordere Tür A-Säule. IO. Keine Dellen, keine Kratzer. Spitzenmäßig 14 mal IO bedeutet keine Korrosions- oder Lackschäden. Genau. So kann es weitergehen. Auf jeden Fall. Ich weiß, eine Sache fehlt noch und das ist folgende. Genau, das ist der Videocheck. Ich habe hier schon mal alles eingegeben an Kundendaten und ich würde den jetzt einfach mal machen und dabei kannst du mir zuschauen. Wunderbar. Hallo, guten Tag, liebe Firma Schwan. Mein Name ist Marek Taubert vom Ford Autohaus Bayern Wiesbaden. Ich habe mich heute um Ihr Auto gekümmert und zeige Ihnen jetzt mal so ein bisschen, was wir alles gemacht haben. Wir haben einmal hier oben das Öl gewechselt, ansonsten haben wir die Bremsflüssigkeit gewechselt, über den Behälter dort hinten. Reifen wegen den Profiltiefen fangen wir vorne links an. Ich habe hier unseren Profiltiefenmesser vorbereitet. Wie wir hier sehen, haben wir hier ungefähr 6,5 mm. Dann jetzt nochmal der Anblick von hinten, um den TÜV zu erwähnen. Der ist bis Januar 2025 noch. Und den wird das Fahrzeug ohne Bedenken schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und auch noch liebe Grüße von Dave, liebe Firma Schwan. Ich war auch dabei und ich habe geholfen. Genau, jetzt haben wir es geschafft. Kunde kommt. Ah, perfekt. Alles fertig. Super, habt das Video schon gesehen. Hat ja alles super geklappt, wie immer. Ihr habt mir vieles abgenommen. Keine Fahrt in die Werkstatt hin und her. Und während ich hier arbeite, habt ihr das gemacht. Kein Zeit verlieren. Super Leistung, super Service vom Auto aus Bayer. Kein Problem. Gerne. Dann wünschen wir allzeit gute Fahrt vom Praktikanten und vom Profi. Dankeschön. Schönen Abend. Danke. Schönen Abend. Mach's gut, Jungs. Ciao. Ciao, ciao. Marek, vielen, vielen Dank, dass du mich einen Tag lang als Tagespraktikanten in deinen Alltag mitgenommen hast. Es hat mir eine Menge Laune gemacht. Was hat dir dann heute so am meisten gefallen? Ich wusste ja schon, dass mir am Autoschrauben Spaß macht. Ich weiß, dass mir Hände schmutzig machen Spaß macht. Dass das alles aber noch mal mehr Spaß macht, wenn man draußen ist, die eigene Werkstatt auf vier Rädern dabei hat, das wusste ich nicht. Und den Kunden irgendwie helfen zu können. Das freut mich. Hast dich auch gar nicht so schlecht angestellt. Okay. War sehr gut für den ersten Praktikumstag. Vielen Dank dir. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns wieder oder ich rufe mal an, wenn ich Probleme am Auto habe. Kannst gerne wiederkommen, machen wir das nächste Praktikum. Genau. Mach's gut. Vielen Dank, Marek. Ciao. Das war's mit Folge 5 Mission machen auf dem Ford Deutschland Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Betriebe ich noch so besuchen soll. Ich bin Dave und das war Folge 5 von Ford Pro Mission machen.